So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vigor. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr hattet schöne Osterfeiertage. Euch und der Familie geht's gut. Ja, wir werden heute wieder mal ein bisschen was machen. Wir werden gucken, dass wir die Basis hier mal weiter ausbauen. Wir sammeln hier mal kurz ein bisschen was ein. Wir haben ja jetzt ein paar Sachen, die für uns produzieren. Einmal hier den Holzblock, das Kräuterregal. Und dann möchte ich meinen, hatten wir hier auch noch so ein Beet gehabt. Genau. Arbeitet aus, aber nicht viel, was da rauskam. Acht Nahrung. Aber haben oder nicht haben, wir haben es jetzt. Wir wollen mal noch mal ein paar Kisten aufmachen danach. Und dann habe ich natürlich noch saftiges Gameplay für euch. Und lasst mich mal kurz mal gucken, wo war denn das jetzt hier mit dem Haus bauen? Ja, wie gesagt, ein paar Kisten habe ich noch für euch hier. Eine seltene Kiste, eine ungewöhnliche und eine gewöhnliche Kiste. Heute nicht so viel, aber machen wir auf jeden Fall auf zusammen. Ich möchte noch mal kurz gucken, ob wir hier irgendwas jetzt aktuell noch verbessern können, aber sieht, glaube ich, nicht danach aus. Heißt, wir müssen looten, wir müssen looten, wir müssen looten. Ach, da können wir was machen. Entweder jetzt hier das Beet oder das Kräuterregal. Kräuterregal Stufe 1 und Beet ist schon Stufe 2. Ich würde tatsächlich das Kräuterregal erstmal klar machen. 10 Minuten. Und dann haben wir das schon. Dann sind wir schon bei 16. Dann hier 17. Ja, ich denke mal, bald können wir dann wieder die nächste Stufe dann ausbauen. Und dann geht es weiter hier mit der chemischen Destille. Was haben wir dann noch? Das Kräuterregal, das zweite. Und das war's für die nächste Stufe. Bin ich auf jeden Fall mega gespannt. Wir müssen auf jeden Fall looten, Leute. Also wäre auch nicht verkehrt, wenn wir da mal einfach mal so eine Loot-Runde nur machen. Lasst uns mal jetzt kurz in die Kisten reingucken, ob wir da was Schönes mit dabei haben. Chemikalien, sehr schön. Und natürlich Komponenten, um die Waffe herzustellen. So, dann haben wir noch eine ungewöhnliche Kiste. Machen wir auf hier. Sehr schön. Dünger, Komponenten haufenweise und eine Blaupause. Und eine gewöhnliche Kiste, da kann nicht viel rauskommen. Sehr schön, Nahrung brauchen wir, sehr schön. Und Metallteile natürlich. Und ich meckere über diese Kiste rum. Ist natürlich sehr, sehr hilfreich gewesen. Ja, ihr Lieben, so haben wir jetzt erstmal soweit alles fertig. Es rattert hier alles. Wir werden nach und nach hier die Bude weiter ausbauen. Und jetzt habe ich natürlich noch schickes Gameplay für euch. Und zwar hatte ich wieder eine schöne Begegnung gehabt. Ich war eigentlich auf der Suche nach ein bisschen Materialien, wie man sehen kann. Wir brauchen unbedingt welche. Und wollte eigentlich nicht in den Kampf, also ich wollte nicht in den Kampf gehen. Problem an der Sache ist, mir lief dann wieder ein Gegner vor der Nase und den musste ich dann killen, besser gesagt, oder ich bin einfach wieder heiß drauf geworden. Und dann habe ich richtig Durst bekommen auf Blut und bin natürlich auf der Jagd gewesen, wieder sehr aggressiv gespielt. Und alles klar. Ja, und da war ich natürlich wieder angefixt und bin rumgerannt und habe Gegner gesucht. Letztendlich habe ich dann den Drop bekommen, habe mich dann schnell verpieselt Richtung Exit und habe schon immer irgendwie mitgekriegt, dass da irgendeiner eventuell mich verfolgt. Ich habe Schritte gehört oder irgendwas. Ich hatte so eine Vorahnung und habe kurz vor dem Exit, ich hätte es auch so durchgeschafft, gesagt, okay, gut. Gehst du nochmal kurz ein Stück zurück, guckst du mal und so war es gewesen. Und so endete die Folge dann in einem Sniper-Battle. Und ja, wie gesagt, schaut es euch selber an. Auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Runde. Und ich würde sagen, ihr genießt es einfach. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Stefan. Ciao, ciao.